Ah, so habe ich zumindest ein Springen mehr, wenn ich nicht das zweite verkacke. Oh, 3000 mal wieder. Guck mal, jetzt bin ich im Minus. Ich mach das jetzt wieder so. Ich mach erst das Extra-Training. Das ist ja mir egal, wenn ich im Minus bin. Ja, klar. Weil, ja, solange nicht, wenn du keine Kacke baust. Ja. Deine Skis sind halt immer optimal gewachsen, das ist es halt. Das ist halt mega gut, ne? Ja. Wobei, gerade sind die nicht mehr optimal, immer nur 90% oder so. Ja, aber immer noch besser als meine. Da musste ich abbrechen, ne? Da musstest du echt früh abbrechen, ja. Und selbst das ist knapp. Aber reicht, glaube ich. 80 war, glaube ich. Es ist so dumm. Na, da musste ich ein bisschen abbrechen. So. Ja, ohne Trainer ist kacke, weil du kaum Punkte zusammenkriegst. Abbrechen, dann wachsen wir erstmal. Guck mal, 245 habe ich noch. Drücke ich mal auf Weiter. Oh, ich kann ja. Ach, da ist die Trainingspower weg, aber. Genau, die Trainingspower ist weg. Oh nein, okay. Aber egal. Du bist dran. Hey, 50 Euro. Direkt bei Aufwand wahrscheinlich. Ey, und erstmal Fitness minus 1. Oh, kein Trainer mehr. Ja, gut. Gucken wir mal. Kannst du ja gleich einen anderen holen, wenn du die 40 Punkte erreichen solltest. Ja, irgendeinen Billo-Trainer für 200 werde ich ja finden. Hoffe ich mal. Schauen wir mal, ne? Ja, das ist auf alle Fälle. Oh, 71,5. Oh, gleich mal gut. Ich habe für eine Sprungschanze zu später gebacken. Und? Ach komm, was mache ich denn? Wie viel brauchtest du? 40? Hast du trotzdem, du Lacker. Er fällt mega auf die Fresse und hat's trotzdem einfach. Aber ich hab's nicht gestanden, deswegen. Okay. Ach, passt schon. Trainieren. Wow. Aber ich bin leichter geworden. Ja, ist abgenommen. Nee, ich wachs jetzt nicht. Besser als 71 krieg ich's nicht hin, glaube ich. Ich bleib so. Ab in den Wettkampf. Oh, du musst wachsen. Wie viel war es gerade? 71, meinst du? Gucken wir mal, was es gleich sein wird. Es geht nur von 30 bis 60, wenn man selber. Oh, das letzte Springen, dann kriege ich Cash. Willkommen zurück in Turin, meine Damen und Herren. Schön, bei mir ist Marcel. 61. Eine französische die Wachsmischung wäre top gewesen. Vielleicht übertreiben Sie da. Aber nee, die muss ich runternehmen. Ihre Gebühren, Monsieur. Wenn ich den ganzen Trubel hier sehe, möchte ich am liebsten gleich auf die Schanze hoch. Das muss ich aber dieses Mal leider den anderen überlassen. Der Europacup der Juniorenliga wird dran, nicht, heute ne? seinen Abschluss finden. Wer ganz oben oh, steht, Telemark. Muss oh. Machen. Wer weit abgeschlagen ist, hat nichts zu verlieren und kann aufs Ganze gehen. Junge, 86. Dein bester Wert bisher, oder? Ja, so ziemlich. Und schön einschwingen. Und da steht sogar direkt ein Plakat, dass du der Beste bist. Riskieren ja. Wir noch mal ein. Die wissen, was Sache ist. Ah, Vierter. Ja, bleib's auch erstmal. Jetzt stell dir vor, ich hätte nicht zu früh aufgehört. Kann's nicht erkennen von hier aus. Ich geh mal nachsehen. Dann hättest du irgendwas anderes verkackt. Ja, ich glaub's auch. Da hatte sich eine Kuh auf die Eislaufbahn verirrt. Das geht eine Kuh auf der Eislaufbahn. Ja, oh, nehmen wir, ne? Ja, eine 96,5, solide. Er hält sein derzeitiges Niveau. Das ist etwas. Hab schon mal bessere, ne? Ja. Lassen Sie uns bei der wieder. So, mal gucken, was ich zusammenkrieg. Der Wind ist eigentlich okay.
Neben den beiden großen Schanzen in Pragelato wurden gleich noch drei kleine für eine ordentliche Skisprungschule errichtet. Ganz im Sinne des Skisprung-Nachwuchses Marcel. Ja, aber ja. Finden Sie genug Kinder und Jugendliche in der Nähe? Wenn es ein Absprung... Das sah ja übel aus. Nee. Ja, zweite Runde bin ich wieder nicht bei. Oh, ja, ja. Da hast du aber auch dann alles verkackt, was du verkacken konntest. Ja. Der Springer wird jetzt wieder kleiner nach diesem ersten Durchgang. Adam will's wissen, ne? Der Druck ist riesig. Aber wenn er heute nicht ganz weit vorne landet, dann kann er den Traum vom Sieg für diese Saison schon fast vergessen. Zuletzt wirkte er platt, ausgepumpt und müde. Aber bei der platt, ausgepumpt und müde. Alles auf einmal. Dreifach gemoppelt hält besser. Ja, könnte reichen, glaube ich. Fresh, ich will ein Kind von dir. Steht das da? Habe ich das richtig gelesen? Ich habe nicht aufgepasst. So. Nach der Entscheidung jetzt nochmal das Ergebnis des heutigen Springens. War klar. 22. Bin noch gut abgestützt am Schluss. Dabei ist alles, sage ich immer. Ach, das war ja ein Wettbewerb. Das ist ja Gesamtcup, was... Ne? Den Nachwuchscup als erster, 5.000 und 3.000. Ja. Skier freigeschaltet, nice. Können wir uns wieder einen besseren Wachser leisten, ohne ständig im Minus zu sein. Oh. 93 Meter maximal. Rekord ist hier 120. Ich muss also früh abbrechen. Und der Wind ist auch noch einigermaßen okay. Und noch das Wachs von 94,5. Ja. Und noch der super perfekte Absprung. Zu weit. Alter. Das hätte eine Rekordweite werden können, glaube ich. Hätte ich durchgezogen. Du hättest nicht mal ins V gehen dürfen. Ja, so gefühlt nicht. Der Absprung war halt auch zu gut. Guck mal, die Noten auch 20-20. Du bist jetzt nur 96,5 gesprungen. Oh, mal wieder rausgetappt, nach drei Folgen mal wieder. Ach, mehr sogar. Eieiei. Eieiei. Ah, du hättest locker mit Schanzrekord gesprungen jetzt. Na ja, dann trainieren wir mal, ne? Ja. Dann suchen wir uns mal einen neuen Wachsmeister, der war zu schlecht. Nehmen wir den. Kostet ja nichts, ne? Aha, gibt's günstig im Angebot momentan. Und jetzt gleich wieder wetten für 1000. Normal. Schon auf Sieg gewettet, oder? Naja, du bist dran. Jo, 50. Ja, natürlich kriege ich nichts. Minus 1 auch. Après-Ski. Nicht so viel Après-Ski im Gehen. Dann geht es auch anders. Na, ab und zu muss man doch mal feiern. So, Training kommen. Eine Telemark-Landung, juhu. Eieiei, der Wind ist auch kacke. So, runter mit uns. Ja, ein bisschen nach links vielleicht noch, ja. Ja, kein Telemark. Ich habe aber gedrückt. Ja, aber du hast zu weit rechts. Ja, bin... rausgekommen. Jetzt war ich zu weit links. Ja, komm, lass mich mal in Ruhe. Oder sich nicht mal ein Trainer. Ja, wieso denn auch? Hat 800 auf dem Konto. Da will er sich lieber einen Wachsmeister von den 800 holen. Oh, 49 kostet er nur. Kann der was? Potenzial dieses Wachsers 50%. Zuverlässigkeit des Wachsers 50%. Der zweite Vorname ist Zuverlässigkeit. Ich nehme den hier. Komm, einmal.
70, Komma. Auf jeden Fall besser als was ich machen hätte können. Oh, Platz 13. Um 600 Euro. Ja, ja, komm. Gott, ey. Ich werde so mega verkacken, aber hey. Was hast du gesagt? Ich glaube, Sie müssen noch ein bisschen näher. Ah, mein Heli steht da. Ja, ja, deiner. Merci. Deiner vor allem. Wir melden uns aus der Partnerstadt von Courchevel aus Park City im US-Bundesstaat Utah. Partnerstadt von Courchevel, wer weiß es nicht. Ja. Ich wäre ja selbst gerne gestartet. 94,7. Ein weiterer Wettkampftag des nordischen Nachwuchses. Die jungen Athleten werden natürlich auch heute wieder versuchen, die Chance für ihren Sprung in eine große Karriere zu nutzen. Woran hat's gelegen, dass er nicht richtig vom Schanzentisch wegkam, Marcel? Die Geschwindigkeit war doch... Ja, Tele mag noch immer kommen. ...für einen ordentlichen Sprung. Ich konnte bei dem Tempo keinen gravierenden Fehler erkennen. Aber boah, 70,8, jetzt! ...die sich da addiert haben. Der Absprung war jedenfalls wirklich mies. Alter Schäde. Ja, weil der Absprung nicht gepasst hat. So, das Ergebnis der 79, Alter. 70,8. Ich bin weg. Was waren das hier für Dinge? Für den einen Wettbewerb kaufe ich mir einen Wachser. Für den einen. Und dann übertreiben die alle. Die haben wirklich ein bisschen übertrieben, ja. Kann man so sagen. Und jetzt werden sie Lappensprünge machen, verstehst du? Haltung, kein Wackeln oder Rudern mit den Armen. Schade. 5 Meter fehlen mir noch. Und mit den Skiern scheint ja gar keine Probleme zu haben. Super Wachs. Das gibt richtig Tempo für den Absprung. Ja gut, es wäre mehr drin gewesen. Ja. Die Wiederholung. Ja gut, vielleicht kann ich mir den Wachser nochmal leisten. Du wärst jetzt auf Platz. Ja. Ja, ist halt wirklich so, ne? Lächerlich. Jetzt schmerzt. Oh, herrliche. Nicht starten zu können. Ja, das gebe ich zu. Oh, Wind ist auch okay, glaube ich. Ah, fuck. Oh, das da hast du probiert. Ich wollte Risiko gehen. Bei jedem Sprung etwas kritisieren. Und hier ist es der Absprung. Den hat er verpatzt und sich damit natürlich seine eigene Leistung kaputt gemacht. Und, wie viel da bin ich? Yes. Puh. Aber der hat ja Gas gegeben. 112 hat er da rausgenommen. Ja. Ach, nice. Ah, ist noch gar nicht vorbei. Nächste Mal. Kannst noch ein paar Plätze nach vorne kommen. Besonders hier den. Der hat genau 0,1 mehr als du. Ja, wenn ich mal wieder vor Treppchen mitspringe, dann wäre schon was drin, ne? Ja. Erst wachsen, dann Training? Naja, kann man auch mal machen. 41 Punkte musst du machen. Boah, mal gucken. Das mache ich jetzt mit der Weite. Mit einem Rekord von 110 oder wie? Oder nur mit der Weite? Alter, und der dann übelst der Rücken. Alter. Noch nie so schlechten Wind gehabt, glaube ich. Hey, den habe ich immer. Na, schade. Wie viel bringt die weiter, ist jetzt die Frage. Oh, 32, schade. Ja, war halt auch Kackwind, ne? Muss man halt dazu sagen. Ja, mit besserem Wind hättest du es locker mit Weiten geschafft. Ich werde wieder so einen Scheiß haben wie Telemark. Oder genau eine gewisse Weite treffen. Ja. Das ist genau die Weite, ist auch immer mein Problem. Dann hat der Motto, ciao. Ja, ja, 63. bin ich geworden. Oh, er ist nur 33. geworden. Du hättest ihn sogar abziehen können. Ja, ich kann mir aber, glaube ich, meinen Wachser leisten. Ja, den kannst du dir leisten. Nur kein Trainer. Ich brauche mindestens 48 Punkte. Möglich. Du hast 41 gebraucht. Lächerlich.
Hat Sprungkraft ohne Ende, der Junge, aber hey. Ah, 69,6. Ja, übelster Rückenwind. Danke. Reicht. Ja. Trotzdem kriege ich es nicht, weil ich mich mit dem Arsch hingesetzt habe. Ah, weiß ich nicht. Na, sag ich's nicht. Da sie gestürzt sind, komm mal. Na, ich kann zumindest mein Gewicht halten. Komm, wachsen. Ja, perfekt. So, ab in den Wettkampf. Team Play Cup. Ja. Es ist ein Teamwettbewerb. Viele Sehenswürdigkeiten. Aber wir interessieren uns heute nur fürs Skispringen. Ich habe heute einen besonderen Gast, Monsieur Leclerc. Sind Sie mir böse, wenn ich sage, dass es in... Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hallo, liebe Zuschauer. Die Mannschaft. Hallo, liebe Star. Zuschauer. Das ist ja immer so schön. Heute gilt das auch fürs Probedurchgang. Ja, natürlich. Ist ja nur ein Probedurchgang. Angeblich. Aber wenn du jetzt verkackst, ich weiß nicht, ob du dann dabei bist. Nicht fallen. Hast schon genug Kacke gemacht. Da wäre er vielleicht besser gar nicht an den Start gegangen heute. Für die paar Punkte. Das war ein Probedurchgang, halt die Fresse! Gelohnt. Zum Glück wäre ich nicht mehr, wenn ich das Reden anfange. Nee, ich mach nicht mit. Ah ja, zumindest noch dabei. Du bist dran. Heute muss hey, gleich nochmal. Mal gucken, ob ich es besser hinbekomme. Alles andere als stark. Der Rückstand zu den vorderen Plätzen ist größer geworden. Er übertreibt. Er übertreibt. Ich denke, dass er mit dieser... Ja, wow, Weitenpunkte, 3,3. Das war eine solide Leistung, Marcel. Er übertreibt. Und voll die schlechten Haltungsnoten, ne? Nur weil ich den Telemark nicht hinbekommen habe. Aha. Dann gucken wir mal, was der Tee gibt, ne? Du hast eine Wachseinstellung von 100%. Ja, ein bisschen wenig, hast du recht. Seine Weiten liegen eigentlich immer im Bereich des K-Punkts und sogar darüber hinaus. Ja, da kann ich nur den Hut ziehen. Na, da wollte ich es auch mal wissen mit der Perfekten. Ja, den loggen wir erstmal ein, ne? Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag, damit er beim nächsten Mal noch weiter vorne landen kann? Ja, sicher. Er muss unbedingt... Ja. Bisschen Unterschied war schon. Gut, ich habe ja nur 78 Meter geschafft oder so ein Scheiß. CC. Oh, unser Team ist erster. Juhu. Wo sind denn die Deutschen hier? Fünfter. So, zweiter Sprung. Springer aus dem jungen deutschen Team. Ich bin gespannt, ob er in den Bereich der Bestweite springen kann. Ich auch. Das war zu spät. Da hat das war viel Risiko. Einfach überfahren, an dem er eigentlich abspringen müsste. Ja, richtig, Harry. Das war noch mehr Risiko. Aber der Sprung hat gepasst mit 21 Weitenpunkten wieder. Yeah. Geht eigentlich. Schauen wir uns mal die Aufzeichnung an. So viel Zeit muss sein. Na? Ja. Warte noch. Oh, er ist gerade sogar mit dabei vorne. Ist aber ein Teamwettbewerb. Naja. Adam Malisch 2004 auf. Adam Malisch. Den kenne ich sogar noch. Der war mal gegen Martin Schmidt. Genau. Da
Das war so die Hauptära, da wo eigentlich jeder Skispringen geguckt hat. Ja. Skispringen hat er gut gemeistert. Den oh, kein Telemark. Oh. Aber 33,9 Weitenpunkte. Ah, die reißen es ja, halt. Easy. Ne? Ja, ab einem gewissen Punkt grenzt er jeden halben Meter. Ja. Schauen wir uns das nochmal in. Oh, ja, reicht gerade so. Da ist noch einmal. Oh, Vierter sollte er gewonnen. Hab noch einen Platz rausgeholt. Auf den ersten drei Plätzen die umjubelten Springer des. Ja, gut. Passt.